Der Impuls ist die zentrale Größe der Mechanik und diesen Impuls können wir uns als Flüssigkeit vorstellen. Sie sehen hier das Flüssigkeitsbild. Die große Fläche repräsentiert einen riesigen See, der für die Erde steht. Denn mit der Erde können wir beliebig viel Impuls austauschen. Die beiden zylinderförmigen Töpfe, die stehen für die beiden Körper auf der Luftkissenbahn, die ja beim Stoß keinen Impuls mit der Erde austauschen können. Die Füllhöhe, das ist dann die Geschwindigkeit und der Querschnitt der Töpfe steht für die jeweilige Masse. Ich habe hier zwei Körper mit 600 Gramm und beim einen nehme ich an, dass er sich mit 2 Meter pro Sekunde bewegt. Und dann können wir schon den Impulsinhalt ausrechnen, nämlich Querschnitt oder Grundfläche mal Höhe. Also 0,6 mal 2 gibt 1,2 Kilogramm Meter pro Sekunde. Das heißt, der Impuls hat eben keine eigene Einheit und das ist ein kleiner Schönheitsfehler. Nun, wenn die beiden Körper aufeinander prallen oder der eine gegen den anderen, dann wird so lange Impuls ausgetauscht, bis beide gleich schnell sind. Und in diesem einfachen Fall halbiert sich die Geschwindigkeit, weil genau die Hälfte des Impulses rübergeht und dann haben wir noch eine gemeinsame Geschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde. Was übrig bleibt, ist, jeder Körper hat jetzt 0,6 Kilogramm Meter pro Sekunde Impuls. Wir können aber noch etwas anderes anschauen im Flüssigkeitsbild, nämlich den eigentlichen Prozess. Es gehen 0,6 Kilogramm Meter pro Sekunde von einem Körper zum anderen. Das ist ja das, was der zweite dann nachher noch hat. Aber dieser Impuls, der fällt ja runter und zwar geschwindigkeitsmäßig um einen Meter pro Sekunde im Durchschnitt. Denn am Anfang ist die Fallhöhe ja 2 Meter pro Sekunde, am Schluss ist sie 0. Der Durchschnitt ist dann 1. Meter pro Sekunde. Und jetzt können wir die Energie ins Spiel bringen und sagen, Menge mal Fallhöhe, das gibt die freigesetzte Energie. Das heißt 0,6 mal 1 in Joule, Joule ist die Einheit der Energie, das wird freigesetzt in dem Moment, wo die beiden Körper aufeinander prallen und freigesetzt wird diese Energie in diesem Klettverschluss. Das ist ein komplexer Prozess. Wir können noch einen Schritt weitergehen und sagen, ja gut, wenn wir wissen, wie viel Energie freigesetzt wird beim Stoß, dann wissen wir auch, wie viel Energie ich aufgewendet habe beim Anschieben des ersten Fahrzeugs. Denn dieses Fahrzeug hat ja 1,2 Kilogramm Meter pro Sekunde Impuls vor dem Stoß und das habe ich über die Hand habe ich das dem Gleiter gegeben und dabei musste ich diesen Impuls ja hochheben, geschwindigkeitsmäßig. Und zwar im Maximum 2 Meter pro Sekunde, aber im Durchschnitt natürlich nur um 1 Meter pro Sekunde. Und das gibt dann eine sogenannte kinetische Energie von 1,2 Joule, nämlich 1,2 Kilogramm Meter pro Sekunde mal der Durchschnitt der Geschwindigkeit beim Anfahren 1 Meter pro Sekunde. Jetzt diese beiden Körper, die haben immer noch Energie, die haben nicht nur Impuls. Und wenn die jetzt beim Bremsen den Impuls an die Erde abgeben, dann fließt ja dieser Impuls dann an diesen großen See. Dann haben wir hier Menge 0,6 mal mittlere Fallhöhe, das ist 0,5 Meter pro Sekunde. Das gibt dann je 0,3 Joule. Das heißt, der Impuls wird umverteilt, aber die Hälfte der Energie in diesem Fall geht dann weg, man sagt, dissipiert. Ich behaupte, was ich jetzt erzählt habe, das kann man an jeder Sekundarschule erzählen, das ist dermaßen elementar einfach. Beim zweiten Stoß ist der zweite Gleiter nur noch halb so schwer, also er hat nur noch die halbe Masse. Aber der erste Gleiter, da nehmen wir an, der hat immer noch 2 Meter pro Sekunde und damit ist der Impulsinhalt und die Energie, die kinetische Energie, gegeben.
Jetzt müssen wir einfach den Impulsinhalt statt auf zwei gleich große Töpfe, auf einen großen und auf einen kleinen, verteilen. Das heißt, wir nehmen den Impulsinhalt, dividieren durch die gesamte Masse und bekommen die Endgeschwindigkeit, also wie bei kommunizierenden Gefäßen, von 1,33 Meter pro Sekunde. Der Impuls verteilt sich dann auch im Verhältnis 2 zu 1. Das ist eben direkte Konsequenz aus der Beziehung, dass Grundfläche mal Höhe der Impulsinhalt ist. Nun, der Prozess läuft jetzt ein bisschen anders. Es geht weniger Impuls rüber, nämlich diese 0,4 km pro Sekunde. Die gehen rüber. Die Fallhöhe bleibt sich gleich, denn am Anfang war die Fallhöhe 2 Meter pro Sekunde, am Schluss 0, der Durchschnitt ist 1 Meter pro Sekunde. Also ist die Energie 0,4 Joule. Jetzt können wir den Rest der Energie verteilen im Verhältnis 2 zu 1 und dann bekommen wir die sogenannte kinetische Energie nach dem Stoß. Wir können natürlich auch diese Energie rechnen, indem wir den Impulsinhalt nehmen, mal die halbe Geschwindigkeit. Dieses Experiment können wir nur erklären, wenn wir eine positive Richtung und damit eine positive und eine negative Geschwindigkeit einführen. Der von links kommende Körper hat dann eine Geschwindigkeit von 2 Meter pro Sekunde, wie gehabt, aber der von rechts kommende Körper hat jetzt eine negative Geschwindigkeit von minus 2 Meter pro Sekunde. Entsprechend ist der eine Impulsinhalt positiv und der andere negativ. Bei der Energie sieht es ein bisschen anders aus. Also der hat immer noch diese 1,2 Joule, nämlich Impulsinhalt mal mittlere Pumphöhe von der Erde aus. Also dieser Impulsinhalt muss ja um 1 Meter pro Sekunde angehoben werden. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ja ein Loch, also Minus heißt ja eigentlich ein Loch, eine Schuld. Haben wir also eine Schuld von 1,2 Kilometer pro Sekunde Minus. Und um diese Schuld herzustellen, müssen wir ja dieses Gefäß auspumpen. Und wenn man ein Gefäß auspumpt gegenüber einem See, dann ist die Energie auch positiv. Also ob man jetzt diese Flüssigkeit über dem Pegelstand des Sees hat oder unterhalb, spielt keine Rolle. Die Hubarbeit, um diesen Zustand herzustellen, ist die gleiche. Das ist eben die kinetische Energie. Nun fließt in diesem Fall 1,2 Kilogrammmeter pro Sekunde hier weg und füllt präzis das Loch des anderen. Und deshalb stehen die beiden Körper ja nachher still. Schauen wir, wie viel Energie umgesetzt wird. Es fließt ja 1,2 Kilogrammmeter pro Sekunde Impuls. Die mittlere Fallhöhe ist 2 Meter pro Sekunde, denn das Maximum war ja 4 Meter pro Sekunde am Anfang, am Schluss 0. Durchschnitt gibt 2. 2 mal 1,2 Kilogrammmeter pro Sekunde. Das gibt 2,4 Joule. Das sind genau die beiden kinetischen Energien, die weggehen und dissipiert werden. Ich zeige Ihnen jetzt noch zwei Experimente und ich bin überzeugt, beide können Sie mit dem Flüssigkeitsbild spielend erklären. Endzustand, geflossener Impuls und umgesetzte Energie ist mit dem Flüssigkeitsbild ein Kinderspiel. Den elastischen Stoß können wir ausgehend vom unelastischen
erklären, quasi als Fortsetzung. Ich habe hier die gleiche Ausgangssituation wie im ersten Experiment. Wir haben eine Anfangsgeschwindigkeit von 2 Meter pro Sekunde. Mit einer Masse von 0,6 Kilogramm gibt das 1,2 Kilogramm Meter pro Sekunde Impuls. Die kinetische Energie ist Impulsmenge mal mittlere Pumphöhe, die ist hier genau 1 Meter pro Sekunde, das gibt 1,2 Joule. Habe ich alles schon erklärt. Und jetzt kommt es zum unelastischen Stoß. Das heißt, wir schauen den Zustand an, wo beide Körper gleich schnell sind. Das haben wir ja alles schon erklärt. Das gibt eine Endgeschwindigkeit des unelastischen Stoßes von 1 Meter pro Sekunde, weil dieser Impuls hier 0,6 km pro Sekunde runtergeflossen ist und am einen Ort eben ein Absinken des Spiegels bewirkt hat und am anderen Körper dann ein Ansteigen des Pegels. Dabei wird Energie freigesetzt, nämlich Impulsmenge mal Fallhöhe im Durchschnitt. Das gibt 0,6 Joule. Im Gegensatz zu den ersten Experimenten, wo ein Klettverschluss dann diese Energie dissipiert hat, ist hier eine elastische Feder dazwischen. Eine ganz einfache Feder, die wird verformt, speichert diese Energie und gibt sie danach wieder her. Und wenn sich diese Feder entspannt, dann gibt sie diese Energie an den Impuls ab, der dann hinaufgepumpt wird. Also erste Phase, die Feder wird zusammengedrückt, nimmt diese 0,6 Joule auf. Zweite Phase, die Feder entspannt sich und pumpt noch einmal so viel Impuls, wie hinuntergeflossen ist, hinauf. Dazu braucht sie ja Energie. Und dann sehen wir, zuerst haben wir 1 Meter pro Sekunde und dann geht es noch einmal um 1 Meter pro Sekunde zurück und dann steht der erste Körper still. Der zweite bekommt bis zum Verspannen der Feder 1 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit und beim Entspannen kommt ja noch einmal so viel Impuls dazu und der Körper erreicht dann die Endgeschwindigkeit von 2 Meter pro Sekunde. Ich erkläre hier nur das zweite von den beiden soeben gezeigten Experimenten, weil das erste ist wirklich sehr einfach zum Erklären im Flüssigkeitsbild. Es kommt also wieder ein Körper mit einer Masse von 0,6 Kilogramm mit 2 Meter pro Sekunde und prallt gegen einen ruhenden Körper, aber der ist jetzt nur halb so schwer, hat also nur die halbe Masse. Betrachten wir, wie schon gezeigt, den unelastischen Stoß. Dann haben wir eine gemeinsame Geschwindigkeit von 1,33 Meter pro Sekunde, also 4 Drittel Meter pro Sekunde. Der Grund ist, es ist eben Impuls vom Schnellen zum Langsamen geflossen, bis beide gleich schnell sind. Und die Menge ist diesmal 0,4 Kilogramm Meter pro Sekunde. Dieser Impuls ist im Durchschnitt 1 Meter pro Sekunde runtergefallen, im Maximum 2 Meter pro Sekunde, im Minimum 0, gibt einen Durchschnitt von 1 Meter pro Sekunde und hat dadurch Energie von 0,4 Joule freigesetzt. Und diese Energie, die ist jetzt in der zusammengedrückten Feder gespeichert. Und jetzt entspannt sich die Feder, wie vorher, und pumpt noch einmal die genau gleiche Menge Impuls, die hinuntergeflossen ist, hinauf. Und damit sinkt hier die Geschwindigkeit beim ersten Körper noch einmal um 0,66 Meter pro Sekunde runter. Und das gibt dann 0,667 Meter pro Sekunde, also 2/3 Meter pro Sekunde. Der andere Körper, der verdoppelt die Geschwindigkeit beim unelastischen Stoß und das gibt dann 2,66 Meter pro Sekunde. Das ist jetzt so hoch, das hat auf dieser Folie gar keinen Platz gehabt. Nun wenden wir uns der technischen Anwendung zu und schauen den Stoß zwischen zwei Autos an.
Was Sie soeben gesehen haben, waren zwei Güterwagen, mit denen ein Seitenpuffer des Zugs Turbo getestet worden ist. Aber was Sie da sehr schön sehen, ist diese Rauchentwicklung. Da sieht man, da wird Energie umgesetzt und man sieht die Verformung. Das heißt, wenn ein Impulsstrom durchgeht, dann führt das zu starken Verformungen, wie hier auch bei den beiden Autos. Also hier in der Knautschzone, da fließt der Impuls von einem Auto zum anderen. Und dieser Impulsstrom, der fließt vorwärts und erzeugt große Druckbelastungen. Ich nehme also an, dass es 240.000 Newton sind, entsprechend dem Gewicht eines Körpers von 24 Tonnen. Sie werden sich jetzt fragen, ja, was sind dann Kräfte? Newton, das ist doch die Einheit der Kraft. Nun, Kräfte entstehen erst dann, wenn man Systeme freischneidet. Das habe ich jetzt hier gemacht. Ich habe das linke Auto und das rechte Auto als System freigeschnitten, habe sogar Farben zugewiesen. Und jetzt kann man sagen, die Stärke des abfließenden Impulsstromes bezüglich des roten linken Autos markiert man mit einem Graphpfeil, der in negative Richtung zeigt. Der Zufluss von Impuls, diese Stärke, markiert man mit einem positiv gerichteten Graphpfeil. Also eine Kraft ist nichts anderes als eine Impulsstromstärke bezüglich eines Körpers. Impuls, Energie, Leistung und Impulsstrom, das sind reale Größen. Kräfte sind reine Fiktionen, die erst entsteht, wenn man eine Messung macht. Zurück zum Flüssigkeitsbild, also hier noch einmal die Situation der beiden Autos, 10 Meter pro Sekunde, minus 5 Meter pro Sekunde, Masse als Querschnitt. Und jetzt kann man den Impulsinhalt rechnen. Links 1200 mal 10, das gibt 12.000. Für 1000 schreibe ich Kilo und ich schreibe jetzt nicht Kilogramm Meter pro Sekunde, das geht nicht so gut, sondern ich schreibe jetzt Newton mal Sekunde. Wenn nämlich die Impulsstromstärke in Newton gemessen wird, dann wird der Impuls natürlich in Newton mal Sekunde gemessen. Auf der anderen Seite haben wir dann die Hälfte im Betrag, aber minus 6 Kilonewton Sekunde. Und wenn man jetzt die Energie rechnet, also Menge mal mittlere Pumphöhe, bekommt man 60.000 Joule. Ich schreibe jetzt wieder für 1000 Kilo und ich schreibe jetzt nicht Joule, sondern Watt mal Sekunde. Dann sieht man diese Analogie mit dem Impulsstrom. Auf der anderen Seite haben wir dann viermal weniger. Wir haben ja nur die Hälfte an Impuls und wir haben nur die Hälfte an Rauspumphöhe. Wenn man die beiden Impulsanteile zusammenzählt, bekommt man ja 6 Kilo Newton Sekunde geteilt durch 2400 Kilo gibt dann eine Geschwindigkeit von 2,5 Meter pro Sekunde. Gut, in diesem einfachen Fall sieht man, die Endgeschwindigkeit liegt genau in der Mitte der beiden Anfangsgeschwindigkeiten. Wie viel Impuls fließt drüber? Also 7,5 Meter pro Sekunde mal 1200, das gibt 9.000 Kilogramm Meter pro Sekunde oder eben 9 Kilo Newton mal Sekunde. Die Fallhöhe ist die Hälfte der Anfangshöhe von 15 Meter pro Sekunde, also 7,5 Meter pro Sekunde ist die Fallhöhe. Und wenn man das mit der Menge, die geflossen ist, multipliziert, bekommt man die Energiemenge auch hier wieder in Kilowatt mal Sekunde. Gehen wir über zum Momentanbild. Das andere war ja eine Summenbilanz über den ganzen Stoß. Ich nehme an, das eine Auto sei jetzt 2,5 Meter pro Sekunde langsamer geworden, dann ist das andere entsprechend 2,5 Meter pro Sekunde schneller geworden, die sind ja gleich schwer. Dann haben wir eine momentane Geschwindigkeitsdifferenz oder eben Fallhöhe von 10 Meter pro Sekunde und wir haben einen Impulsstrom, den habe ich jetzt mal geschätzt, von 240 Kilonewton. Wenn man das multipliziert, bekommt man jetzt diesmal nicht die Energie, sondern die Leistung.
10 mal 240.000 gibt 2,4 Millionen Watt oder eben Megawatt. Nun kommen wir zu einem weiteren Punkt, dass wenn hier Impuls rausfließt mit dieser Stromstärke, dann muss sich hier drin der Impuls ändern mit der gleichen Rate. Also die Impulsänderungsrate ist 240 kN. Wenn man die durch die Masse dividiert, durch den Querschnitt, bekommt man hier die Absinkgeschwindigkeit des Pegels. Und das ist dann die Beschleunigung. Wir können also auch hier die Beschleunigung einzeichnen. Das linke Auto ist negativ beschleunigt mit 20 g, 200 Meter pro Sekunde. Das rechte ist ja gleich schwer, also gibt es die gleiche Beschleunigung im Betrag, aber die ist positiv. Also umgangssprachlich würde man sagen, beide Beschleunigungen sind negativ, aber korrekt ist, eine Beschleunigung ist negativ, die andere ist positiv, weil ja diese Geschwindigkeit kleiner 0 ist. Wir können noch etwas anderes tun, wir können die Stoßzeit schätzen. Es sind ja 9 kN/Sekunde Impuls total geflossen. Die aktuelle, und ich nehme an, die konstante Stromstärke sei 240 kN. Also können wir 9 kN/Sekunde durch 240 kN dividieren, bekommen wir eine Stoßzeit von 0,0375 Sekunden. Also diese Beschleunigung, die ist nicht direkt relevant für die Passagiere, weil die Stoßzeit ist so kurz. Die Autos haben dann die Endgeschwindigkeit erreicht, bevor man das richtig merkt. Wir können auch noch die Verformung rechnen. Wir müssen einfach die Stoßzeit nicht mit der Anfangsgeschwindigkeitsdifferenz, sondern mit der mittleren Geschwindigkeitsdifferenz von 7,5 Meter pro Sekunde multiplizieren. Und dann bekommen wir 28 cm. Das heißt, die gesamte Knautschzone von beiden Autos wird um 28 cm verformt. Jetzt kommt darauf an, welches Auto harter und welches weicher ist. Eigentlich sollten alle Knautschzonen gleich weich sein oder gleich hart, damit sich diese Verformung schön verteilt auf beide Autos. Natürlich die Passagierkabinen, die müssen steif bleiben, die dürfen sich nicht verformen. Aber es hat Jahrzehnte gedauert, bis die Automobilbauer diese einfachen Zusammenhänge nicht begriffen, aber umgesetzt haben. Es sind Tausende von Leuten gestorben, weil man die Autos völlig falsch gebaut hat.